vorher mit dem ersten Text ein bisschen so ins eigene Fleisch geschnitten, weil es, ihr werdet es merken, es kommt jetzt zu einer kleinen Wiederholung. Und wenn ich jetzt mal so aufs Blatt gucke, das ist ja nicht Heavy Metal, sondern eher barocke Klassik oder so, weil ich, das jetzt kommen 25 kleine Texte und ich kann mir einfach nicht so ganz die Reihenfolge merken. Voraussetzungslos. Offene Menschen lassen mehr zu. Wortlos. Sie ging an ihm vorbei. Er wusste, das geht vorbei. Wahllos. Wozu denn? Zwischen denen unter und entscheiden muss doch sowieso unter dem Ergebnis leiden. Geschmacklos. Das Gegenteil von schön ist schön gedacht. Trostlos. Bist gar kein hässliches Entlein. Du bist ein hässliches Schwänchen. Arbeitslos. Hab mich neulich beim Vorsprechen versprochen. Wir haben das doch mal lieber abgebrochen. Schlaflos. Ich bin einer von denen, die nicht besonders gut schlafen können. Leider interessiert es niemanden von denen, die nicht besonders gut schlafen können. Schutzlos. Vor dem Hotel. Ein Personenschutz. Allein und ohne Person. Vorbehaltlos. Die sind doch alle gleich. Die über uns sagen, die sind doch alle gleich. Skrupellos. Ob die Entchen auch Gummibärchen mögen. Och, die essen eigentlich fast alles. Teilnahmslos. Ihr Innerstes hatte sie nach außen gekehrt. Da konnte mir doch nur schlecht werden. Ausnahmslos. Sind wir nicht alle ein bisschen unfehlbar? Endlos. Fortsetzung folgt folgerichtig fortlaufend. Besinnungslos. Lieber ein Filmriss als gar keine Erinnerung. Orientierungslos. Bin mir nicht mehr sicher, ob ich mir nicht mehr sicher bin. Ruhelos. Glaubst du an die Kunst? Absolut nichts zu tun. Ja, das tue ich, aber das tue ich nicht. Neidlos. Wie kann man sich bloß so gehen lassen? Wenn ich das wüsste, dann würde ich mich gehen lassen. So. Sprachlos. Du warst ganz salzig. Und zwar, als ich dir gedankenschwer mein Begehr auf die Lippen trug, weil es mir die verschlug. Sorglos. Nein, es ist nichts Ernstes. Wir haben viel Spaß miteinander.
anstandslos. Dann dachte ich mir damals, dass du sicherlich nur vorübergehend verschlossen warst. Hemmungslos. Ich habe noch nie eine Frau betört, von der ich wusste, dass es sie stört. Angeles, los. Die Stadt vor lauter Häusern nicht mehr sehen. Zwanglos. Man sagt über ihn, dass er ein Gelegenheitsdichter sei. Jede Gelegenheit nutzte er dabei, um nicht zu dichten. Tabulos.